es regnet und stürmt und die Blitze rings um dich herum einschlagen, dann ist Davonfliegen nicht die beste Lösung. Manchmal muss man den Kopf einziehen und es durchstehen, bevor man am Ende ins Bodenlose fällt. Erste Frage wäre, was ist mit dem Vogel? Können wir schneller laufen? Nein, können wir nicht. Der Rucksack. Oh nein, oh nein, oh nein. Eine Insel mit einem Nest. Mit einem... Oh nein. Kein Nest. Kleiner dummer Junge auf der Suche nach ein bisschen Liebe in der Welt. Ja, schauen wir nach. Durch weitere Erinnerungen. Nun denn.
klammere mich an die Hoffnung, dass wir nicht wissen, ob er tot ist oder einfach nur fort. Ich klammere mich an die Hoffnung, dass wir nach Hause kommen und er vielleicht einfach wieder auf dem Balkon sitzt, als wäre nichts geschehen. Die Welt verschwimmt zu einem gesichtslosen Brei. Doch räumt er die Schale hin, weil auch er den gleichen Strohhalm greift. Die Hoffnung. Ticken gegen die Fensterscheibe. Ne. Ne. No. Bester Freund mit Familie hat uns nicht vergessen. Und zeigt uns, wie schön er fliegen kann. Ach, ist das schön. Und den Verband, den braucht er nicht mehr. Den machen wir mal ab. So, hier einmal ganz vorsichtig. So, und runter ist er.
Und wir müssen ihn wohl fliegen lassen. Da fliegt er, der Kleine, über Wald und Flur. Und wir sind bald nur noch Erinnerung. Hallo Gerrit. Und schließlich fanden sie ihr Nest. Finding Paradise. Das Paradies finden. Erscheint eines Tages von Freebird Games. Und das hier war eine kleine Aussicht auf das Spiel. Eine ganz kleine Geschichte aus einem ganz großen Leben. Wenn es vielleicht auch nur eine kleine Geschichte war, das Lustige ist, das habe ich, glaube ich, mal bei Minecraft erzählt. Ich konnte... Es ist immer schwierig, über Dinge zu erzählen. Über persönliche Dinge. Ich konnte mich mit der Story halt sehr gut identifizieren, weil, als ich klein war, das habe ich, glaube ich, mal im letzten Rutsch erzählt, als ich klein war, hatte ich ja nicht sonderlich viele Freunde. Ich war ja dann immer so ein bisschen mehr Einzelgänger und, bin dann immer so ein bisschen vor dem Rechner. War das vor dem Rechner oder wir hatten mal schon Rechner? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das war noch davor. Da bin ich immer sehr viel in der Natur herumschlawenzelt und so weiter. Und da habe ich mal dieses kleine Vögelchen vor einer Katze gerettet. Und das kleine Vögelchen, ich glaube, das hatte gar keinen Namen. Ich habe es einfach Flatter genannt, weil ich war ganz klein. Ich wusste es nicht besser. Und ich habe es vor der Nachbarskatze gerettet. Die hatte da mal herzhaft reingebissen. Dann habe ich den Vogel natürlich, der war völlig verängstigt, den habe ich halt mit nach Hause gebracht und meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt gar nicht da und ich habe versucht, den hochzupäppeln, habe dann von anderen Nachbarn wieder noch so einen kleinen alten Vogelkäfig bekommen und so und habe versucht, den hochzupäppeln und das war in der Tat, deswegen konnte ich mich da so reinfühlen, das war damals sozusagen mein bester Freund, der ist aber leider nicht wie hier im Spiel, der hat es damals leider nicht geschafft, der ist eines Morgens einfach tot gewesen. Und das war das erste Mal, dass mir das Herz gebrochen wurde. Das war, naja, sagen wir mal, das war ein sehr, sehr schwieriger Tag, eine sehr schwierige Zeit damals. Aber ich werde den habe ich bis heute nicht vergessen. Ist viele, viele Jahre her, das habe ich bis heute nicht vergessen. Ich weiß auch noch genau, wie der aussah. Ich weiß auch noch genau, ich hatte den auch auf dem Balkon und da wollte ich den füttern. Und dann ist der so, der hatte halt Angst. Denn
ich war auch damals nicht vom Fach, ich war ja nur ein kleiner Junge und ich habe versucht, dem irgendwie Futter hinzugeben, ich habe versucht, den Schäch mit Wasser hinzustellen, genau wie hier im Spiel, aber der ist dann einfach auch vom Balkon gesprungen, da ist halt nicht gestorben, aber ich musste den dann quasi nochmal, ist halt blöd, hört sich blöd an, aber ich musste ihn halt nochmal einfangen, weil der wäre draußen so oder so eingegangen und ich wollte den natürlich hochpäppeln. Naja, hat nicht so gut geklappt wie geplant und das ist, ich wollte es nur erklären, deswegen konnte ich mich hier sehr, sehr gut mit identifizieren mit der Geschichte und ich frage mich, erscheint eines Tages? Zwei Dinge frage ich mich. Die erste Frage ist natürlich, wann erscheint das? Wann kann ich es endlich spielen? Wie geht's weiter? Und vor allen Dingen rechts auf der Seite, wo so ein Großvater ist, so ein ganz alter, so mit schlohweißen Haaren. Ich frage mich, was die Geschichte für einen Hintergrund hat und ich frage mich auch, warum wir die ganze Zeit auch in dieser Art Traumwelt gelebt haben. Da war ja kein einziger Tag wirklich Realität, da war ja alles so ein bisschen vermischt wie in Erinnerungen oder wie in Träumen. Wir waren also definitiv im Kopf des Jungen und diesmal haben wir aber den Jungen auch selber gespielt und nicht irgendeinen Traumwächter wie letztes Mal bei To the Moon. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das dann offenbaren wird und was es mit dieser Freiheit auf sich hat, mit dieser Freiheitsfrage, dass man immer das Gefühl hat, dass irgendwer irgendwie eingesperrt werden soll und man davor immer flüchtet und einfach nur davonfliegen möchte. Ja, bin ich mal gespannt drauf. So, tja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das ging jetzt relativ flott. Und ich hoffe, es erscheint eines Tages. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass Freebird Games sich mal mit... Oh, jetzt habe ich den Namen der Macher vergessen. Das ist mir ein bisschen peinlich. Dass Freebird Games sich mal bitte mit den Leuten von Vanishing of Ethan Carter zusammensetzen und mal zusammen ein Spiel machen. Das würde ich mir wünschen. Alter Schwede, ich glaube, das würde alle komplett weghauen. Komplett einfach durch die Decke weghauen. Das wäre natürlich ein Ultimo. Ob man da vermitteln kann? Boah, das wäre es ja mal. Boah, das versuche ich mal. Mal gucken. Der Autor hat ja auch, also Freebird Games haben ja geschrieben, bei To The Moon haben sie ja Kommentare geschrieben auf YouTube. Da kann man bestimmt vermitteln. Das wäre mal interessant. Boah, komm, das versuchen wir mal. So, jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, eines Tages ist nicht mehr allzu lange hin, bevor ich auch noch so aussehe wie der Typ rechts auf der Skala. Und vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich in einem weiteren Let's Play. Bis später. Tschüss.